Hey Leute, ich bin Sven und heute zocke ich mal wieder eine weitere Runde Jump League. Heute habe ich natürlich auch ein Thema anzusprechen. Erstmal gibt es hier ein neues Update hier auf dem Playmunity Server in Jump League. Also auf jeden Fall gibt es jetzt insgesamt 50 neue Module und ich glaube, das ist sogar ein neues Modul. Und sind es Spiegeleier? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ganz nice gemacht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, welches Modul jetzt komplett neu ist, ein bisschen älter ist oder relativ neu ist. Also das kann ich nicht genau sagen. Einfach aus dem Grund, da ich Jump League ein bisschen länger nicht mehr gezockt habe. Ja, so ein paar andere Spielmodi. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz, ob jetzt zum Beispiel das Modul hier etwas neu ist oder komplett neu. Und auf jeden Fall habe ich heute zwei Themen anzusprechen, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gelesen habt. Wir sind jetzt schon beim dritten Modul und eignet sich Jump League auf jeden Fall ganz gut für. Okay, das Modul ist echt schon ziemlich alt, das weiß ich auf jeden Fall. Und Jump League allgemein habe ich auch etwas länger nicht mehr gebracht, deswegen nutze ich das einfach mal, um dieses Thema hier anzusprechen. Und zwar geht es heute darum, wie werde ich auf allen Servern entbannt und bitte lass uns das Modul noch schaffen. Okay, Modul 7, das war auch etwas schwieriger, das Modul. Das Thema, wie werde ich auf allen Servern entbannt? Also damit will ich jetzt natürlich auch so die Hacker ansprechen und ich schätze mal, dass einige Zuschauer auch von mir hacken hin und wieder mal und auch auf Servern gebannt worden sind. Und da gibt es auch wiederum so ein paar Leute, die mir dann zum Beispiel auch schreiben als YouTuber, okay, ja Phil, wie werde ich entbannt, beziehungsweise kannst du mich auf Gomme oder so entbannen, obwohl ich dann nichts mit dem Admin-Rang beziehungsweise Mod-Rang, was weiß ich, zu tun habe. Also da kann wirklich kein YouTuber was klären und deswegen, Leute, schreibt auf jeden Fall nicht irgendwelche YouTuber oder so an, sondern wirklich nur Mods oder Admins, beziehungsweise wendet euch immer so direkt ins Forum, wenn es ein größerer Server ist, um entbannt zu werden. Die Sache ist, wenn man gehackt hat, wird man natürlich direkt meistens permanent gebannt, also wenn man erwischt wird und das ist natürlich auch vollkommen zu Recht. Viele schreiben dann einen Forumbeitrag und das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Ja, ich habe nicht gehackt, bitte entbannt mich doch. Und die Mods bzw. auch die Admins, die wissen genau, ob jetzt jemand gehackt hat oder nicht. Das kann man immer erkennen. Erstens gibt es Beweisvideos manchmal, also nicht immer. Klar, kommt auch auf den Server drauf an. Zweitens gibt es da natürlich auch die Tools, die eindeutig beweisen, okay, da hatte Kill auch nur Knockback, was weiß ich, Makros und so weiter. Deswegen braucht man sich da auch echt nicht rausreden. Nur so ein kleiner Tipp an die Hacker, die auch jetzt nicht so viel Ahnung haben und auch nochmal entbannt werden möchten auf ein paar Servern. Die einzige Möglichkeit, wirklich nochmal entbannt zu werden von dem permanenten Bann, ist wirklich, dass man zugibt, dass man gehackt hat. Das ist wirklich so die einzige Möglichkeit, entbannt zu werden. Auch wenn man einen permanenten Bann hatte, kann man dann wirklich noch meistens so einen 30-Tage-Bann rausholen, wenn man das natürlich auch ordentlich formuliert. Und oft wird auch die Ausrede benutzt, ja, mein Bruder war das, mein Freund war das, der sich in meinen MC-Account gehackt hat, der bei mir war, was weiß ich, der dann einfach so mit meinem Account gespielt hat und somit gehackt hat. Es kann natürlich auch in manchen Fällen vielleicht sein, aber in den meisten Fällen ist es natürlich auch eine Lüge und es kann niemand nachweisen. Deswegen wird man da natürlich auch zu Recht permanent gebannt. Das ist natürlich auch Hacken und ob es jetzt der Kollege war oder ob man das selbst war, das kann man nicht nachvollziehen und es spielt auch keine Rolle. Deswegen gibt es immer zu, dass man selber gehackt hat, auch wenn man nicht selber gehackt hat, was aber in den meisten Fällen eh nicht stimmt. Und dann kriegt man wirklich in den meisten Fällen auf den meisten Servern noch eine zweite Chance, einfach mit einem 30-Tage-Bann und damit kann man eigentlich gut leben. Ich glaube, ich habe sogar das letzte Modul falsch gemacht. Ich habe keinen Plan, aber wir haben trotzdem hier die beste Rüstung am Start, deswegen würde ich sagen, okay, die Dia-Schuhe fehlen uns zwar noch, gehen wir einfach mal auf den drauf. Von dem Random C-Server zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass extrem viel immer Lügen in den Entbannungsanträgen und das liegt hier einfach und schreiben, ja, ich habe nicht gehackt und wie gesagt, das kann man natürlich immer durch die Anti-Hacker-Tools dann herausfinden, durch Videobeweise etc. Und dann gibt es auch manche Leute, dass die überhaupt nicht wissen, dass die gehackt haben und zwar ganz einfach, weil sie Makros benutzt haben. Was sind Makros? Kann es so erklären, dass man einfach einen schnelleren Clickspeed dadurch hat und der ist direkt wieder hier gespawnt. Also man kann zum Beispiel dann einfach einstellen, dass man 10 mal die Sekunde klicken kann, 20 mal und so weiter, also einfach leicht erklärt, dass man einfach mit ultraschnellem Clickspeed hier die Leute schlägt und das ist natürlich was extrem Vorteilhaftes in Minecraft besonders, was auch echt so ein bisschen, was auch so auf Clickspeed ankommt, besonders in Minecraft und deswegen ist es natürlich auch ein Hack und das wissen scheinbar viele nicht. Manche Leute wissen vielleicht wirklich nicht, dass sie sich da ein Hack gedownloadet haben und manche Leute lügen natürlich auch einfach und benutzen es als Ausrede. Leute, Makros sind auf jeden Fall auch Hacks, das benutzen echt und nein, jetzt wurde ich wieder abgestaubt. Das benutzen extrem viele, manche YouTuber benutzen das sogar und kann es sein, dass die Team, ich glaube schon, ich gehe jetzt hier erstmal weg und ja, die greifen sich nicht an. Oh shit, okay. Wie soll ich jetzt das Team noch ausschalten? Habe ich zufällig ein paar Pfeile? Okay, nee, der ist jetzt alleine. Den kann ich jetzt auf jeden Fall easy killen. Und mein Freund, den habe ich jetzt hier gleich. Und der ist dann auch komplett draußen. Und jawohl, okay. So, wir können uns noch ein paar Sachen snacken oder auch nicht. Da hat er jetzt eigentlich auch nichts Besseres. Und oh shit, okay. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen raggen. Da hat noch ein paar Sachen. Also zusammengefasst, man muss einfach nur ehrlich sein und schreiben, dass man gehackt hat. Dann wird man auch höchstwahrscheinlich entbannt. Und Leute, benutzt keine Makros. Es wissen wirklich viele nicht, dass es ein Hack ist. Das ist auf jeden Fall ein Hack wie jeder andere, der auch auf Servern detected wird. Nicht auf allen leider, was ziemlich schade ist. Und der rennt jetzt noch ein bisschen weg. Und komm, Freunde, den müssen wir uns auch noch holen. Der ist gerade wirklich einmal um die komplette Map gerannt und er will jetzt immer noch nicht kämpfen. Diese Leute wirklich, die nach jedem Hitten nochmal wegrennen, 10 Sekunden vollraggen und dann wieder angreifen. Und jetzt wahrscheinlich, okay, wieder nochmal wegrennen oder auch nicht. Ich habe jetzt endlich die Runde gewonnen. 12 Kills war auf jeden Fall eine geile Runde. Falls das Video euch gefallen hat, würde es mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und falls ihr auch noch kein Abonnent seid, könnt ihr natürlich auch mal gerne meinen Kanal abonnieren, um keine Videos zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!